ob die Sony MX3 die besten Noise-Canceling-Bluetooth-Kopfhörer sind, erfahrt ihr im Video. Einer der größten Vorteile der Sony-Kopfhörer ist eindeutig ihr Sitz- und ihr Tragekomfort. Auch nach mehreren Stunden ist es überhaupt kein Problem, es drückt überhaupt nichts. Richtig cool ist natürlich auch die Steuerung. Ihr könnt, indem ihr über die Ohrmuschel an der Seite wischt, den Song vorspringen, zurückspringen, lauter machen, leiser machen und pausieren. Legt ihr die ganze Hand flach auf die Ohrmuschel auf, pausiert der Song, das bedeutet Durchsagen auf dem U-Bahnhof, könnt ihr problemlos dann noch verstehen. Die wichtigste Eigenschaft für ein Headset ist und bleibt aber der Ton. Und hier überzeugen die Sony richtig. Der Ton ist der Wahnsinn. Kann sogar nochmal zusätzlich eingestellt werden in der App. Persönlicher Favorit, Open Air und ein Treble Boost. Es gibt ein richtig großartiges Klangbild. Zusätzlich unterstützen die Sonys übrigens aptX, aptX HD und LDHC. Noise Cancelling ist aber auch ein Riesenthema und das beherrschen die Sony auch großartig. Beim Staubsaugen ist das noch so ein ganz leichtes Geräusch. Die U- und die S-Bahn überhaupt nicht mehr zu hören. Bedeutet aber auch, nicht im Straßenverkehr verwenden. Ihr hört keine Autos mehr. Keine Chance. Um das Noise Cancelling von den guten Vorgängern noch zu verbessern, hat Sony auch hier einen neuen Chip verbaut, den sogenannten QN1-Chip. Und er hat sich gelohnt. Zusätzlich gibt es Bluetooth im Standard 5.0 und zum Laden USB Typ C. Als jemand, der versucht, Micro-USB aus seinem Haushalt zu verbannen, ist das ein sehr geiler Move von Sony. Akkulaufzeit selbst wird mit 30 Stunden angegeben. In der Praxis war ich jetzt näher an 25 Stunden. Bringt euch also locker über die Woche. Nicht alles ist perfekt. Wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Logisch. Und auch die Sony sind nicht vollkommen. Ich finde das Design persönlich okay. Die Farbe in diesem charismatischen Grau ist allerdings für mich sehr, sehr altbacken. Gute Nachricht ist, es gibt es ja auch in Schwarz. Was Sony vielleicht auch nicht hundertprozentig zu Ende gedacht hat, ist, ihr könnt die Kopfhörer nicht gleichzeitig laden und sie benutzen. Könnte man auch besser machen. Was Sony für 350 Euro aber besser machen müsste, sind die Ohrpolsterungen. Die bestehen aus Kunstleder und sind nicht waschbar. Das bedeutet, Kunstleder nach 2-3 Jahren, es fängt an sich aufzulösen und es klebt einfach mal ziemlich beschissen an der Haut. Hätte ich mir einfach mehr erhofft. Was jetzt gerade zur kalten Jahreszeit aufgefallen ist, sind die Mängel, wenn man von der kalten Luft ins Warme kommt oder umgekehrt. In dem Moment beginnt die Steuerung über die Ohrmuschel Aussetzer zu entwickeln. Und das ist nervig. Das kann dazu führen, dass ihr einfach mal euer Song pausiert. Es kann aber auch schlimmstenfalls dazu kommen, dass auf einmal die Lautstärke hoch bzw. runter geht. Sony hat den Fehler auch schon anerkannt. Man ist sich aber noch nicht ganz sicher, ob man das noch irgendwie nachträglich in den Griff bekommt. Trotz all der Kritik, der Tragekomfort, der Ton und das Noise Cancelling überzeugen halt auf ganzer Linie und machen auch einen Preis von 350 Euro mehr als fair. Findest du das wirklich oder findest du es zu teuer? Nö, ich finde 350 Euro für das, was, wenn ich daran denke, dass meine Bose da drüben Standardpreis 250 kosten. Und die kosten 350 Euro. Die 100 Euro Aufpreis dafür, dass sie so viel besser klingen, dafür, dass sie Bluetooth sind und dafür, dass das Noise Cancelling besser ist, finde ich 100 Euro einen fairen Aufpreis. Also von meinem Bose QC25. Und genau deswegen sind die Sony MX3 für mich die geilsten Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer, die du derzeit kaufen kannst. Ansonsten, ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare, droppt uns ein Abo und gebt dem Video einen Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.